Servus, habe ich dir, grüße euch am Montagabend. Heute mache ich nochmal ein kleines Getränketesting. Und zwar stelle ich heute mal ein Getränk vor. Das ist so eigentlich bei uns gar nicht erhältlich. Aber ich habe es letztens einmal gesehen beim YouTuber. Aber da gehe ich jetzt erst dann drauf ein, wer das gewesen ist und wer das Getränk überhaupt auf den Markt gebracht hat. Also, das Getränk ist das Paul Berger, nicht Paul Burger, das Paul Berger Bubblegum. Ja, was hat es damit auf sich? Das Getränk, das ist vom iCrimex, ist das auf den Markt gebracht worden, letztes Jahr 2023. Der iCrimex, das habe ich jetzt leider heute erst einmal nachschauen müssen, wer das überhaupt ist, weil ich bin jetzt da in so Sachen mit Let's Play und sowas bin ich jetzt eigentlich gar nicht bewandert. Also, ich kenne zwar ein paar Let's Player und so, also von dem ich gerne auf YouTube anschaue, aber jetzt hat der iCrimex, das ist mehr so, was macht der? Der macht das Minecraft. Habe ich zwar mal so gesehen, ich weiß, dass das irgendwas mit Blöcke zum tun hat und noch GTA und sowas, aber das sind jetzt nicht so meine Sachen. Ich war halt früher mehr Nintendo-Spieler und Sega und sowas, PlayStation. Ja, also so am Rand bemerkt. Ja, er ist sehr berühmt mit 3,6 Millionen Abonnenten. Ja. Aber welcher YouTuber mich dazu inspiriert hat, das Paul Berger Bubblegum mir zum Kaufen. Ich habe es heute im X-Mart wieder gesehen. Das ist der neue Laden da. Habe ich ja gesagt schon, habe ich euch gezeigt. Das Prime zum Beispiel ist daher gewesen. Und das Grating Ding war daher. Ja. Und zwar ist es vom René Garados, von dem YouTuber René Garados. Ursprünglich hat er mal René Hartgold geheißen. Jetzt heißt er seit längerer Zeit René Garados. Und er hat dieses Getränk gezeigt, also er hat die Dosen davor hergezeigt. Leider nur die Dosen. War schön gewesen, wenn er es getestet hätte, aber er hat mir auch in die Kommentare geschrieben. Aber naja, dafür bin ich jetzt da und mache das halt. Ja, Bubblegum. Also es steht drauf mal kalorienarm und keine Süßstoffe. Bin ja schon mal gespannt, wie das schmeckt, ob das was ist, was ich wirklich mag. Weil preismäßig ist das ziemlich im obersten Segment. Also ich habe jetzt dafür 3 Euro gezahlt für die Dosen. Aber mei, das ist in dem 24-Stunden-Shop. Da ist das alles ein bisschen teurer. Ja gut, dann machen wir es einmal auf, schauen wir mal, wie das schmeckt. Ob es mir schmeckt. Weil wenn jetzt schon was mit Süßstoff und so, da bin ich meistens ein bisschen. Schauen wir mal, ob das schmeckt vom iCrimex, was der René Garados vorgestellt hat. Also, Prost. Also sehr kaugummilastig. Ja, hat ein bisschen was Bananenartiges. Kannst jetzt gar nicht sagen, nach was das noch schmeckt. Das Bubblegum steht auf jeden Fall drauf. Also ich finde, so nach Kaugummi schmeckt jetzt das mit ein bisschen Fantasie vielleicht, aber nicht so, wie ich das jetzt gemeint habe. Also wie gesagt, bananenartig. Mit Bärengeschmack. Jetzt sehe ich es erst. Naja. Also wie gesagt, von der Sache, von dem Paul Berger, gibt es zwei Sorten. Den Bubblegum und das Peach, gell, für sich. Aber ich habe jetzt einfach mal das, habe jetzt das einfach mal mitgenommen. Das offizielle Erfrischungsgetränk vom iCrimex. Ja, dann lassen wir noch was drin, dass meine Frau auch probieren kann. Ja. Ja, gut, das war jetzt nur ein kleines Video zum Abend. Schön, dass ihr zuschaut. Freut
freue mich. Gut, wenn es euch gefallen hat, das Video, das kleine, jetzt am Abend noch schnell, Getränketesting, Paulberger Bubblegum, lasst mir einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr freuen. Auch nette Kommentare, da würde ich mich auch sehr freuen. Werden natürlich wie immer beantwortet. Eh klar. Ja, und wer mich jetzt noch nicht abonniert hat, über neue Abonnenten, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, gell? Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend noch, einen schönen Restlichen. Kommt's gut durch die Nacht. Und wir sehen uns also. Pfiat euch, Servus. Habitiere.